Wie? Lok? Wie Lok? Wie Lok? Meine lieben Leute, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt. Wir machen heute mal ein Vlog, ein etwas besonderes Vlog, denn es geht um die Sims 4. Meine lieben Leute, viele Leute haben mich natürlich gefragt, Spielkind, machst du Sims 4? Ja, eigentlich schon. Es ist so, ihr wisst ja, mein System ist aktuell noch nicht das allerbeste, beziehungsweise ist schon ein gutes System, aber nicht das modernste, nicht das schnellste. Ne? Und wenn ich das Spiel ans Laufen kriege, also ich werde es mir auf jeden Fall kaufen. Na, es kommt ja übermorgen raus. Heute ist Dienstag, am Donnerstag ist der 4. September, da kommt das Ganze raus. Und ich werde es mir auf jeden Fall zulegen. Ne? Und ja, wenn ich es ans Laufen kriege, ne, dann werden wir es auch zocken. Das hängt natürlich jetzt natürlich davon ab, wie es läuft. Ne? Also wenn es natürlich jetzt ruckelt ohne Ende, dann werde ich nur ein paar Folgen raushauen. Andererseits, falls müssen wir gucken, was wir machen. Ich weiß es noch nicht. Ne? Es wird auf jeden Fall kommen. Und ich werde euch jetzt gleich im Einzelnen, ich habe bereits ja zwei Sims erstellt, den Mike Cruget, ne, und das Spiegel 45, also mich selber, ne, und wir beide werden eine WG bewohnen, ne, werden wir einziehen, allerdings wir haben natürlich auch noch ein bisschen was Weibliches an Bord. Und das Weibliche, was ich da so kreiert und geschaffen habe, wir haben uns darauf geeinigt, was sehr Feministisches, Intellektuelles zu produzieren, und das werde ich euch jetzt genau mal zeigen. Bitte haben Sie Spaß, da werde ich euch die gute Lady mal vorstellen. Ja, meine lieben Leute, da sind wir auch schon. Und gut, immer unter der Prämisse, dass ich das ans Laufen kriege, das Spiel. Ihr wisst ja, meine Systemvoraussetzungen sind nicht die allerbesten, aber vielleicht läuft das Sims 4 ja doch auf diesem Rechner. Wir werden es sehen. Sollte es laufen, werden wir eine WG spielen, die ich erstellt habe. Ne? Bei dem guten Gesellen hier, Spielkind 45, ne, wart er ja dabei. Ne? Und auch den guten Krüger, Cruget, den, ne, habt ihr auch gesehen. Ne? Ich habe ihm noch eine Brille verpasst, ne, weil im Real Life hat er eine Brille, der gute Cruget. Und wen ich jetzt heute noch erstellt habe, das ist die gute, ne, Bunny Glitch. Und seht euch die Dame mal an, ihr liebe Leute. Oh. Wir haben uns darauf geeinigt, der Monsieur Cruget und meiner einer, dass es eine feministische Intellektuelle sein soll. Also jetzt nicht ganz, ne, aber ja, ist ein schönes Kind, ne, und die wird mit uns zusammen einziehen. Ich würde mal ganz kurz hier ihre Sachen zeigen. Sie ist eine positive Romantikerin, ne, das bedeutet, ne, verführerische Sims, ne, und so weiter, ne, und sie ist auf jeden Fall verführerisch, ne, das wird auf jeden Fall für genügend Knüstereien sorgen in der WG. Sie ist romantisch, ne, und ja, gucken wir mal, ne. Sie ist sehr gesellig und sie ist materialistisch, also sie wird ja wahrscheinlich diejenige sein, die dauernd bei uns die Kohle raushauen wird, ne, und das wird für genügend Gesprächsstoff, denke ich mal, sorgen. Seht sie euch an, ne, schöne kleine Maid, ne, und den guten Monsieur Cruget, ne, Mike Cruget, den kennt er ja schon, Spielkind kennt ihr auch, ne, den, ist nicht ganz, ne, aber es ist halt die einzige Frisur, die ich da finden konnte, die mir ein bisschen ähnlich sieht, ne, und nochmal ganz kurz hier auf Bunny Glitch, die Familie heißt auch Glitch dann, ne, und wir gucken mal ganz kurz hier, was sie sonst was auf den Hacken hat, ne, sie ist, das ist ihre Stimme. Ja, genau, mein Kind, ne, und der Gang, den sie hat, ist der hier, ne. Sexy, sexy, ja, und mit diesen drei Sims, ne, werden wir dann, ne, in das Spiel einsteigen, ne, und werden mal gucken, was hier so bei rumkommt, ne, liebe Leute, ne, da sind sie, die drei, ne, und, ja, ne, gucken wir mal, was da so passiert, ne, ich knips mal hier nochmal, was haben wir hier für ein schönes Bildchen, ne, ja, so, das sind also die Glitchies, ne, und die Glitchies, die werden wir dann, ne, zwei Männer und eine sehr attraktive Blondine mit guten Argumenten, ne, werden wir dann entsprechend sehen. Die werden wir spielen, ich speichere das mal, ne, überschreiben, ne, und ihr wisst jetzt erstmal Bescheid, was dann auf euch zukommt, unter der Voraussetzung, dass das Spiel bei uns läuft, ne. Liebe Leute, ne, die gute Bunny Glitchy sagt ciao, ciao, genau wie meine einer. So, meine lieben Leute, da habt ihr die gute Bunny Glitch, wie sie heißt, auch mal kennengelernt, ne, und ja, das wird eine ziemlich kuriose WG, denke ich mal. Ich bin dabei, ne? Das ist der gute Mike Cruget ist dabei und die gute Bunny Glitch, liebe Leute, das sorgt, denke ich mal, für genügend Sprengstoff, ne? Und
Es ist jetzt so erstmal mein Plan, dass ich gucken möchte, wie das Spiel läuft, ob es überhaupt läuft, ob ich es überhaupt ans Rennen kriege. Und wenn ja, dann werden wir auf jeden Fall ein paar Folgen mit dieser schönen WG machen. Es ist so, ich habe jetzt aktuell ein bisschen Urlaub, ne? Das ist eine gute Sache. Und da werde ich dann auch versuchen, dass ich einen neuen Rechner an den Start bringe. Ne? Das ist ein primäres Ziel. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das schaffe, weil ich auch noch andere Projekte habe, die auf meinem alten System laufen und die ich, also bei White Love Park weiß ich nicht, wie ich es rüberballern kann, weil ich nicht weiß, wo da die Spielstände gespeichert werden. Bei den Turtles, in Teenage Mutant Ninja Turtles, da weiß ich zumindest, wo die Safe Games sitzen, dass ich das also mehr oder weniger mit rübernehmen könnte auf den neuen Rechner, aber ich muss mal schauen. Gut, also hängt von ein paar Faktoren halt ab, ob das Let's Play dann regelmäßig kommt. Wenn ich es ans Laufen kriege, wird es täglich um 15.30 Uhr, ne, halb vier laufen. Ne? Und der Sherlock Holmes, den habe ich heute abgedreht, der ist also fertig, ne, und muss ich jetzt noch durchrendern und hochladen halt. Ne? Sind ganz schön viele Folgen geworden, aber ich mache es ja, wenn ich es mache, dann richtig gründlich, liebe Leute. Gut, ne, dann wisst ihr jetzt erstmal Bescheid. Sims 4, so ich es ans Laufen kriege, wird dann ab, ich weiß noch nicht genau, wann ich es schaffe. Ich werde es Donnerstag kaufen. Donnerstag wird dann wahrscheinlich noch keine Folge kommen, vielleicht Freitag, Samstag, Sonntag, so die Ecke. Ich kann es noch nicht mit Sicherheit sagen, je nachdem, wie ich es schaffen werde. Ja, wisst ihr erstmal Bescheid. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und verbleibe wie gehabt in diesem Sinne ab in die Rinne. Ne? Vielen Dank und euer Spielkind 45 wird jetzt zum Sim 4, meine lieben Leute. Ciao, ciao.